Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diablo 3 Guide. Heute dreht sich alles um den Totenbeschwörer und das Set Radmas Knochen. Wir kommen direkt zu den Items. Wir haben natürlich 6 Stück Radmas Set an. Schultern, Handschuhe, Brustplatte, Kopf, Hose und Schuhe. Die Idealsets werdet ihr natürlich wieder in der Beschreibung finden. Kommen wir gleich zum Schmuckset, das wir verwenden. Schwur des Abenteurers mit der Windrose ist fast unumgänglich. Bei den Armschienen habt ihr die Wahl zwischen Armschienen der Nemesis oder Wickeltuch des Seelenernters, je nachdem was ihr macht. Beim Speedfarmen natürlich die Armschienen des Nemesis. Hier fehlt mir zum Beispiel auch der Physisch Damage. Auf dem Amulett fehlt mir auch der Physisch Damage. Aber ja, ich konnte problemlos bis Greater Rift 75 pushen mit dem Set. Schauen wir weiter. Zum Ring habt ihr 2 Möglichkeiten. Dazu gehen wir kurz zum Cube. Je nachdem was ihr besser bekommen habt, entweder Kreis von Nailu oder Crispins Urteil. Crispins Urteil verursacht 83% mehr Schaden gegen verlangsamte Gegner und verdreifacht diesen Bonus gegen Gegner, die von einem anderen Kontrollverlusteffekt betroffen sind. Das werden wir gleich sehen, warum der richtig stark ist. Zu den Waffen. Waffenset haben wir Jessets Schädelsense mit Jessets Schädelschild. Gibt uns einen extrem guten Bonus. Wenn das Ziel von Skelette befehligen stirbt, erhalten eure Skelette automatisch den Befehl, ein Ziel in der Nähe anzugreifen. Solange eure Skelette den Befehl haben, ein Ziel anzugreifen, verursachen alle eure Dealer 400% mehr Schaden. Das boostet nämlich auch unsere Skelettmagier. Jetzt schauen wir uns mal kurz den Setbonus von Radmas an. Jedes Mal, wenn eure Diener Schaden verursachen, besteht eine Chance, dass die Abklingzeit von einem Meter Toten um eine Sekunde reduziert wird. Interessiert uns in dem Fall bei diesem Bild nicht. Jedes Mal, wenn einer eurer Diener Schaden verursacht, erleidet er 15 Sekunden lang 1% weniger Schaden, bis zu 50 mal stapelbar. Top Skill. Und der 6er Bonus, jeder aktive Skelettmagier erhöht den Schaden von euren Dienern und Armeter-Toten um 625%, bis zu einem Maximum von 2500%. Sprich, 4 Skelettmagier raus, Maximum Damage Output. Das war's dazu zum Gürtel. Gürtel habe ich derzeit Dantes Bindung drin. Wenn ein Gegner mit Altern belegt wird, erhaltet ihr zusätzlich 46% Schadensreduktion. Das ist ein Fluch, den wir beim Speedfarmen nicht verwenden. Da kann man dann entweder eine Witching Hour nehmen oder eine Ohrenkette, wenn man zu squishy ist und so weiter und so fort. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Kommen wir zu den Gems. Wir haben bei diesem Set absolut keinen Bedarf an Cooldown Reduction, deswegen haben wir 23% Leben im Kopf, Int in Brust und Hose, natürlich den Gritstein in der Waffe. Legendary Gems haben wir 1x2 Stein der Rache, euer Schaden wird pro 10 Meter, die zwischen euch und dem getroffenen Gegner liegen, um 8,56% erhöht. Maximaler Bonus ist 42,8 auf Stufe 57. Und der zweite Effekt ist hier ganz nice, Chance von 20% einen Treffer den Gegner für eine Sekunde zu betäuben. Das bricht hier... Jetzt habe ich den Faden kurz verloren, sorry. Das spielt uns in die Hände mit Crispins Urteil. So. Verderben der Gefangenen ist schon fast in jedem Bild ein Pflichtstein, erhöht den Schaden gegen Gegner, die von einem Kontrollverlusteffekt betroffen sind, um so und so viel Prozent. Gewährt eine Aura, die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern im Umkreis von 15 Metern um 30% reduziert, auch wieder Crispins Urteil. Und natürlich der Pet-Bildstein schlechthin, erhöht den Schaden eurer Begleiter, Gefährten und Diener um so und so viel Prozent. Reduziert den erlittenen Schaden eurer Begleiter, Gefährten und Diener um 90%. Diese 3 Gems haben wir also gesockelt. Solltet ihr halt mindestens auf Level 25 haben, damit ihr auch die Effekte mitnehmt. Und ja, das war's soweit zu den Items. Jetzt haben wir noch den Cube. Raelenas Schattenhaken. Jeder Punkt eurer maximalen Essenz erhöht euren Schaden um 0,5%. Und Knochenstacheln erzeugt 5 zusätzliche Essenz pro getroffenen Gegner. Knochenstacheln ist unser Primärerzeuger. Und ja, den extra Damage nehmen wir natürlich gerne mit. Ganz klar im Rüstungsslot Taska und Theo. Stärkstes Item, was man bei dem Bild so haben kann im Cube. Und wie gesagt, bei dem Ring entweder Kreis von Nairo oder Crispins Urteil. Das soweit zu den Items. Dann kommen wir schnell zum Paragon. Bewegungsgeschwindigkeit, maximale Essenz, ganz wichtig. Und dann in Offensiv haben wir Crit. Trefferchance, Crit, Trefferschaden, Angriffsgeschwindigkeit, dann Cooldown Reduction, weil unwichtig. Defensiv, All Rest, Rüstung, Leben, Lebensregeneration. Und bei Abenteuer haben wir natürlich zuerst Flächenschaden, Leben pro Treffer, Ressourcenkonzentration, Goldfund. Das war
das Paragon-Dingens. So, und jetzt kommen wir zum Wichtigen, zu den Skills. Ja. Wie gesagt, als Primärerzeuger haben wir Knochenstacheln mit der Rune lähmende Stacheln. Die Knochenstacheln betäuben Gegner für eine Sekunde, auch wieder Crispins Urteil. Rechtsklick habe ich jetzt blutige Pfade drin, benutzen wir zum Speedfarmen. Alternativ dazu zum Pushen ist natürlich hier, wo ist es denn? Altern mit Schwindelgefühle. Das wäre der Fluch, ja, mit dem wir den Gürtel halt benutzen. Erfolgreiche Angriffe haben eine Chance von 10% verfluchte Gegner für 2 Sekunden zu betäuben. Das dazu. Als nächstes Skill haben wir Skelette befehligen mit gefrierender Griff. Das Ziel eures Befehls wird 3 Sekunden lang eingefroren. Crispins Urteil. Ich kann es nicht oft genug sagen. Top Skill auf jeden Fall. Verschlingen gibt es 2 Möglichkeiten. Verschlingen der Aura. Damit sammelt ihr automatisch Leichen um euch herum ein. Die Reichweite dieses Effekts wird um 50% eures Goldsammelradius erhöht. Das zweite wäre gesättigt, glaube ich. Ja, genau. Die zweite Wahl wäre halt gesättigt. Damit erhöht ihr euer maximales Leben, werdet somit ein bisschen tankiger. Oder ihr geht auf ganz Nummer sicher und nehmt kannibalistisch und heilt euch um 3% pro Leiche. Dann haben wir Land der Toten mit gefrorenes Land. Einer der besten Skills, alle auf Leichen basierenden Fertigkeiten können 10 Sekunden lang beliebig oft eingesetzt werden. Gegner im Bereich von Land der Toten werden regelmäßig eingefroren. Crispins Urteil, wieder mal. Beim Skelettmagier gibt es eigentlich nur die eine Wahl, Singularität. Erweckt ein Skelett, das sich aus dem Boden erhebt und eure Gegner angreift. Das Skelett verursacht pro Angriff 400% Waffenschaden als physischen Schaden und bleibt 6 Sekunden lang bestehen. Mit dem einen Ring im Cube habe ich das um 4 Sekunden erhöht und mit einer Passiv nochmal erhöht, das heißt, wir sind bei, lasst mich kurz überlegen, 14 Sekunden. Verbraucht eure gesamte Essenz, um einen mächtigen Diener zu beschwören. Jeder verbrauchte Essenzpunkt erhöht den Schaden des Dieners um 3%. Ich habe jetzt hier 308 Essenz, das heißt 260 mal bla bla bla, 3, ungefähr 700, irgendwo zwischen 700 und 800% mehr Schaden. Das heißt, wir haben hier 1200% Waffenschaden statt 400. Bei den Passiven haben wir verlängerte Knechtschaft, erhöht die Dauer euer durch Skelettmagier oder Reanimieren beschworenen Diener um 25%. Zum Speedfarmen habe ich drin letzter Dienst, denn wir wollen ja schließlich nicht sterben. Wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, werdet ihr stattdessen 4 Sekunden lang immun gegen sämtlichen Schaden. Außerdem werden alle Diener vernichtet und heilen euch um 10% eures Lebens. Das heißt einmal voll heilen, ein gratis Leben. Überwältigende Essenz erhöht die maximale Essenz um 40%. Um 40%, 40% wäre ein bisschen sehr stark. Und wenn eure Diener einen Gegner treffen, werdet ihr um 10% eures Lebens pro Treffer geheilt. Grausiger Tribut. So, das mal zu diesen Passiven. Wenn ihr jetzt allerdings hier mit, lasst mich kurz raussuchen wieder, Altern, Schwindelgefühle spielt, gibt es natürlich noch eine andere Wahl. Je nachdem, wie sicher ihr euch seid, dass ihr nicht sterbt, könnt ihr letzter Dienst hier austauschen. Und wo ist es denn? Genau. Und wachsende Verderbnis reinnehmen. Ihr erhaltet einen Schadensbonus von 1% für jeden Gegner, der mit einem eurer Flüche belegt ist. Das boostet euren Damage halt nochmal. Das ist aber Geschmackssache, ja. Das sind die Talente, die ich quasi so verwende. Und ja. Blutige Pfade mit Kraft des Blutes erhöht eure Rüstung nach dem Einsatz für 2 Sekunden um 100%. Das habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Das waren die Skills. Und ja, ich glaube, damit haben wir es im Groben und Ganzen auch erledigt. Schauen wir dann gleich mal in den Great Rift, wie die Spielweise so ist. So, kommen wir kurz zur Spielweise. Also, das allererste, was ihr macht, ist, euer Skelette einfach auf irgendeinen Gegner draufzuhetzen, denn das springt dann Gott sei Dank über, wenn ihr nah genug dran seid am nächsten Gegner. Immer schauen, dass das erhalten bleibt. Als zweites, ihr könnt ruhig direkt, wenn ihr in den Rift reingeht und seht, ihr habt eine angenehme Monsterdichte, gefrorenes Land ziehen und eure Skelettmagier spammen. Das erhöht euren Speed am Anfang extrem, so wie ich es halt gemacht habe. Leider bin ich dann in der Sackgasse gelaufen, aber das ist egal. Ja, wenn eure Essenz voll ist, Skelettmagier ziehen. Ihr könnt das ruhig bei 45% machen. In den niedrigeren Rift-Stufen, wenn ihr höher pushen wollt, immer schauen, dass eure Essenz voll ist. Und ja, wie gesagt, Skelette befehligen, aktiv halten.
Ja, wenn ihr die Gegner getötet habt, lauft ihr einfach durch die Leichen durch und sammelt deren Essenz auf. Es gibt euch auf jeden Fall einen ganz netten Boost. Und zwischendurch die Knochenstacheln reinhauen. Das ist im Prinzip auch das Ganze. Hier bin ich halt ein bisschen offensiv unterwegs, weil es ist ein Great Rift 60, den kann ich schon ganz gut speeden. Was heißt ganz gut speeden? Es kommt halt immer auf den Rift an. Normalerweise halten wir uns relativ weit hinten, einfach um auch Zeitstein der Rache voll auszunutzen. Hier sieht man es, ich war zu nah dran, bin fast draufgegangen. Ja. Und eins noch, wenn ihr höher pushen wollt, ja, dann solltet ihr unbedingt euer gefrorenes Land für den Rift Guardian aufheben. Das seht ihr dann auch nachher. Und zögert ja nicht, einfach mal wegzulaufen. Ihr seid leider relativ squishy. Wie gesagt, Witching Hour, Ohrenkette oder den Fluchgürtel im Gürtelslot. Da könnt ihr euch frei entscheiden. Entweder ihr braucht Damage, ihr braucht Death oder ihr spielt mit Fluch. Hier der Rift ist zum Beispiel gar nicht so cool, denn hier musste ich auch wieder gefrorenes Land ziehen, weil einfach überall Gift ist und wir halten einfach nichts aus als Totenbeschwörer. Das ist leider der Nachteil. Ja, ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit dem restlichen Gameplay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir Kommentar, Like oder Abo da. Bis dahin, macht's gut und ciao.